Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Wir schauen mal, was wir jetzt hier erforscht haben. Den Osterhasen Peter. So, ich habe Rogers Kleiderschrank ja tatsächlich aus einer Box gezogen. Ja, also sehr, 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 sehr strange. Naja, gut. Sochen, jetzt geht's. Wir machen jetzt mal hier erstmal die Herausforderungen. Vom Down of the Pack. Von der Down of the Pack Challenge. Und los geht's. Diesmal nehme ich nicht mehr Consuela, weil bin mir nicht sicher, ob es jetzt nicht langsam irgendwann interessant wird hier. So. Na. Irgendwie habe ich hier keinen Ton. Nein, ich will es nicht stumm haben. Ah. Und hier. Okay. Jetzt ist ein bisschen was möchte ich hören. So, es wäre schön. Ist zwar nichts Besonderes, was man hört, aber trotzdem. Na, ah, jetzt kommt was bei mir an. So, jawohl. Dann machen wir gleich mal die Crack-Karte weg. Und jetzt passiert da sowieso nichts mehr. Und auch den Baseball-Bobby. Peggy. Und die. Jo. Ist schon wieder vorbei. So. Ich bin wirklich gespannt, wie weit ich diesmal komme. Das letzte Mal war, glaube ich, mein höchstes Ergebnis einmal Stufe 60 gewesen, ne? Kann das sein? Ich glaube, ich habe das letzte Mal das erst 60er geknackt. Bin mir aber da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Dann spielen wir zuerst mal die Roller Derby Haley. Ja, das reicht, um den wegzubomben. Wegzuboxen. So, hier die Amy. Und dann haben wir noch eine Amy. Hier könnte ich jetzt die Ringerin spielen. Will ich aber gar nicht. Ehrlich nicht. Dann lieber so. Ja. Und jetzt nochmal eine Flügelmutter, weil es so schön ist. Was eine sehr, sehr nice Karte. Gefällt mir echt gut. Flügelmutter, Amy. Ja. So, weiter geht's im Text. Sind's noch fünf. Jawohl, ja. Also, jetzt. Die Propane? Nee, wir machen jetzt erstmal den Bob. Zuallererst den Bob. Na, das ist natürlich jetzt auch eine Option, ne, dann noch den Denkeraffen hinterher zu schieben. Dann mache ich jetzt hier mal den Burgerboss Bob. Damit ich als nächstes den Denkeraffen spielen kann. Pusht. 4. So. Ja, und jetzt ist es sowieso vorbei. Also, zack, zack. Hey, ein einziges Leben hat er noch gehabt.
Ja, weiter geht's im Text. Noch vier. Dann sind wir endlich bei Stufe 49. Und dann schauen wir mal. Mal wieder so ein Chicken hier. Was eigentlich der Rollerskate Peter alles kann. Bob? Der schmierige Skadutsch oder der Limo-Bar-Trinker? Nö, dann mache ich den schmierigen Skadutsch. Ja. Mal gucken, was die Tom Landry Middle School hier fabriziert. Ich meine, ich muss mich da vorne ja nicht drum kümmern. So, mit dem Stan, das ist dieser Schüler Stan. Mit der Peggy ist es die Signora Hill. Ja, ich kann dem irgendwie nichts abgewinnen, ne? Ich kann dem irgendwie nichts abgewinnen. Aber eine Sache kann ich jetzt machen. Ich glaube, inzwischen habe ich diese Kombos zumindest schon mal zusammen, die mir was bedeuten. Ich kann jetzt eigentlich, Moment mal, was habe ich denn hier für Kombos gehabt mit dem, ah, nicht die Propane. Wo ist er denn? Hm? Also, welche Kombos hatte ich denn mit hier? Das Entscheidende war der Osterhasen Peter ist eigentlich Schrott, Stewie. Naja. Den Stan. Die Mami-Mumie. Bürgerkriege. Stan, Mami-Mumie, Bürgerkriege, Toga Bill. So, jetzt lass mal schauen. Wobei ich ja eigentlich, wenn überhaupt, dann nur Stan und Mami Mumie. Wo ist es denn? Da ist er. Kombos. Osterhasen Peter habe ich schon. Stan habe ich. Die Mami Mumie. Und Burger kriege. Ja, dann machen wir das doch. Also, dann kommt jetzt mal die gute Fee raus. Dafür kommt der rein. Ja. Nice, oder? Gucken wir mal. Also. Und weiter. Vielleicht kann ich dann jetzt hier schon sehen, in irgendeinem Match, ob das dann jetzt wirklich Sinn gemacht hat. So, Tina mit dem vitruvianischen Menschen, da können wir die Roller-Derby-Haley noch gleich hinterher schieben. So, Moment. Was macht die? Ah, die schlimme Tina, die ist natürlich auch mega fit, ne? 7, 8, 4, 11, 25. Eigentlich ist das sogar noch besser. Ja. So, dann die Roller Derby Haley. Die Bad Tina, die ist schon echt geil. Sexy sieht sie aus mit ihrem blauen Make-up da. Wow. Ja. So. Das haben wir jetzt auch schon wieder geschafft. Und weiter geht's. Noch zwei. Sind wir schon bei Stufe 49?
dem Fall mache ich jetzt doch zuerst die Rolle Derby Haley. Müsste ja auch reichen. Dann die Tina. Ja. Und die Künstlerin. Die hat nämlich jetzt nur 14 gehabt, wie ihr seht. Ja. Das ist die Roller Derby Haley nämlich etwas stärker. Ja. Und das war's. Ja, die Dress Rehearsal, die ist ein bisschen schwächer als der vitruvianische Mensch. Also was heißt schwächer? Ha. Hat halt ein bisschen mehr Verteidigung, dafür weniger Angriff. Was zählt für mich mehr? Der Angriff, natürlich. Uah. So. Ansonsten sind die Karten fast identisch. Es gibt nur ein paar Kombos, glaube ich. Zumindest habe ich das gesehen, die mit Dress Rehearsal dann nicht möglich sind. Also ihr kann den vitruvianischen Menschen kann ich auf jeden Fall euch nur wärmstens ans Herz legen. Es ist die absolute Megakarte. Ja, aber erstmal den Peter. Na, gucken wir mal, was da jetzt kommt. Kluck, 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 hat sie gesagt, die Henne. Die Henne, das hier wäre, ja, ach, ist jetzt egal. So. Stufe 49. Tja, nice. Es reicht noch nicht. Ein einziges Ding fehlt mir, ne? Um da jetzt reinschauen zu können. Hierfür brauche ich dann sowieso Level 60. Und da können wir morgen reinschauen. Ja. So, das war's von dieser Folge. Macht's gut, bis gleich.